Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter. Heiliger Josef, mein Vater und Herr. Mein Schutzengel, bitte für mich. Jeder von uns fühlt sich wohl, wenn jemand ihn ein Kompliment macht, wenn jemand uns gratuliert. Zum Beispiel, wenn wir unseren Job gut gemacht haben. Und so ein Arzt fühlt sich wohl, wenn jemand ihm sagt, dass die OP war richtig gut. Oder ein Architekt, dass er ein gutes Gebäude gemacht hat oder eine interessante architektonische Lösung gefunden hat. Oder ein Koch für eine gute Speise. Aber es gibt vielleicht eine Gruppe, die sich am meisten freut, wenn wir über ihre Ergebnisse sprechen. Und das sind die Schriftsteller. Die Schriftsteller. Weil für einen Schriftsteller ein Buch ist so wie ein Kind. Und wer spricht nicht gern über ihre eigenen Kinder? So wie eine Mutter über ihre Söhne, Töchter spricht, so spricht ein Schriftsteller über seine Bücher. Und vielleicht so verstehen wir ein bisschen besser dieses kurze Gespräch zwischen zwei Schriftstellern. Einer begann natürlich über ihre Bücher zu reden, aber auch von den Artikeln, die er in der letzten Zeit geschrieben hat, von den Gedanken, die er sich gemacht hatte, von seinen Einfällen, seinen Ideen, von seinen Plänen. Aber gut, nach ein paar Stunden Reden sagte er plötzlich, das geht nicht so weiter. Wir reden ja nur über mich. Jetzt wollen wir über Sie reden. Sagen Sie mal, wie hat Ihnen mein letztes Buch gefallen? Diese war die Frage. In einem Punkt bin ich mit dieser kurzen Geschichte nicht ganz einverstanden. Ich denke, wir werden nie müde, über das großartige Thema Ich sprechen. Wir werden nie satt, über dieses wunderbare Thema zu reden. Ich um meine Taten, ich um meine Erfolge, ich um meine Träume. Das ist nie genug. Herr, heute in diese Zeit des Gebetes, willst du, dass wir folgende Worte von dir im heutigen Evangelium hören? Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Und dann später ergänzt du, denn was ich gesagt habe, habe ich nicht aus mir selbst, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sage und reden soll. Meine Worte, meine Taten, mein Leben, alles spricht über einen anderen. Alles, was ich sage, alles, was ich tue, spricht und gibt Zeugnis von Gott, von meinem Vater, von unserem Vater. Und so können wir sagen, dass der Herr, du, Herr, bist von der Gefangenschaft des eigenen Ichs ausgesogen und das schöne Kontinent des Du entdeckt. Und worüber willst du dann reden, Herr? Und wofür interessierst du dich, Herr? Und ist ganz klar, Christus will reden, Christus interessiert sich für seinen Vater, aber auch für jeden von uns. Spricht über seinen Vater, interessiert sich für seinen Vater. Spricht über uns und will mit uns sprechen. Wir sind für Gott interessant. Derselbe, der in einem Moment gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin der gute Herd. Derselbe lebt für andere und spricht über andere und interessiert sich sein ganzes Leben
für alle. Und auch wenn du, Herr, der Protagonist im Evangelium von allen Stellen bist, dein Lieblingsthema sind immer die anderen. Das ist wunderbar zu sehen, in jeder Seite des Evangeliums. Dein Lieblingsthema ist Gott, dein Vater und sind auch die anderen. Dein Lieblingsthema ist Zacchaeus, dass du heute zu ihm gehen kannst und dass heute ist etwas Großes in diesem Haus, ne, stattgefunden. Es ist was Großes geschehen. Du bist auch Sohn Abraham. Und dein Lieblingsthema ist auch die Samaritin am Brunnen, am Jakobsbrunnen. Und dein Lieblingsthema sind die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Aber auch nicht nur diese Schafen, sondern alle Schafen. Du bist der gute Herd, interessierst dich für alle Schafen. Das ist dein Lieblingsthema. Und nicht das eigene Ich und ich und ich. Herr, ja, du hast das wunderschöne Thema des Du entdeckst. Und zu diesem Du gehöre ich und gehörst du und gehören wir alle. Und nicht ich wegen meiner Leistungen, wegen meiner Überlegenheit im Vergleich mit anderen, weil ich anerkannt von anderen werde, sondern nur meinetwegen. Nur mein Leben so wie es ist, ohne etwas zu ändern, ist für dich interessant und das ist dein Lieblingsthema. Vor ein paar Monaten habe ich ein sehr nettes Gespräch mit einem Paar gehabt und sie sagte in einem Moment, als wir uns kennengelernt haben, meine größte Sorge war, dass er mein Gespräch interessant findet. Alles, was ich rede, ich musste so darüber Gedanken machen, ne, und vorsichtig sein, was ich sage, damit er interessant findet, was ich spreche. Das hat gut geklappt am Ende. Aber in unserem Fall mit dir, das ist nicht so. Wir müssen uns nicht große Gedanken machen und so machen, ne, dass wir am Ende dich überzeugt haben, dass wir für dich interessant sind. Und vielleicht willst du uns heute dazu einladen, dass auch wir das schöne Thema des Du entdeckten. Dass wir nicht beim eigenen Ich und Ich und Ich bleiben. Und deswegen wenden wir uns an dich mit einer Bitte. Eine ganz einfache und schöne Bitte. Erziehe meine Augen, erziehe meinen Mund. Wer mich sieht, wer mich hört, was sieht, was hört. Erziehe meine Augen. Und das Erste ist, damit ich mit deinen Augen die anderen sehen kann. Damit ich mit deinen Augen sehen kann, dass jede Person ist immer mehr als der erste Eindruck, den ich bekomme. Ist mehr als dieses erste Bild, ne, das ich bilde. Mehr. Dass jeder immer eine offene und auch sehr interessante Geschichte ist. Diese sind deine Augen. Und wir wollen, dass auch diese unsere Augen werden. Damit ich allen immer und auch ständig eine Chance gebe. Schenke uns heute Augen der Barmherzigkeit und Augen der Hoffnung. Und besonders in dieser unserer Zeit. Wer mich sieht, sieht jemanden mit diesen Augen anderen sieht. Augen der Barmherzigkeit, Augen der Hoffnung. Hoffnung. Eigentlich die Augen, die du gehabt hast. Und erzieh auch meinen Mund. Wie oft hören wir zu? Ja, hören wir zu, mit großer Mühe, aber doch hören wir zu, damit wir dann schnell, so schnell wie möglich, das, was die andere Person gesprochen hat, in Verbindung bringen können mit etwas, was ich eigentlich gemacht, gedacht, erlebt habe. So ein Hören, ein Zuhören nur als Warten, damit ich wieder das Gespräch, ja, dominieren kann, lenken kann, damit ich nochmal das Thema ändern kann. Nein, Herr, erziehe meinen Mund, damit ich beim anderen, beim seinem Thema bleiben kann und nicht bei meinem Thema. Wer dich sieht, Herr,
wer dich hört, der sieht und hört jemanden, der lebt, der denkt, der spricht, nicht nur für sich. Das Ich ist nicht dein Lieblingsthema, sondern sieht jemanden, der immer für anderen da ist. Für Gott, deinen Vater, aber auch für jeden von uns. Für mich heute, in diesem Moment des Gebetes, bist du da 100% für mich. Und so siehst du mich und so hörst du mich. Aber wer uns sieht und wer uns hört, und das ist unsere Bitte heute, dass hoffentlich jemanden sieht und jemanden hört, der mit der Hilfe Gottes das schönste Thema, das du entdeckt hat. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.